So, dann kann ich jetzt nämlich hier reinfahren einfach. Ah, du bist da drauf, alles klar, dann kannst du ja mal gucken. Ja. Und hier ist zu. Wer hätte es gedacht? Überraschung. So, okay, es ist doch safe ganz was anderes, oder? Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA Online. Heute haben wir eine Toybox mit dem T20 und mit dem Dennis. Guten Tag. So, Toybox, was heißt das? Keine Ahnung. Wissen wir nicht. Ich hab dein Radio. Was? Bist du ja am Mampfen? Während meiner Aufnahme? Na sicher. Ist das frech. So, wir haben 10 Punkte und ja, ich glaube, das Ziel ist einfach hier rauszukommen oder so. Und nicht getrollt zu werden. Ich glaube, es geht nur um einen einzigen Punkt, kann das sein? Also wir müssen einfach nur hier irgendwie raus oder so, oder? Oder ist es hier einfach der Troll, dass jetzt einfach gleich das Ziel kommt, oder? Nee, okay, ja. Jetzt, genau, so, der nächste Punkt ist das Ziel. Das Ziel ist irgendwo da vorne. Man kommt da aber nicht einfach hin, oder? Doch, oder? Nö. Doch, ne? Ey, man soll doch jetzt hier aber nicht, ach, fuck. Ah. Du sollst ja wahrscheinlich denken, dass man da hinkommt. Ey, was ist denn das mit dieser Karre? Die ist ja richtig scheiße. Der T20 ist nur noch Schmutz. Wo ist denn das Ziel? Sehe ich das hier? Also wäre ja jetzt belastend, wenn das hier ist, weil dann wäre das eine echt merkwürdige Trollbox, aber... Ne, das Ziel ist aber irgendwo weiter oben, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Es kann auch da oben sein. Ja, hier ist es nämlich nicht. Ich bin jetzt genau beim Ziel, aber hier ist es nicht. Dementsprechend wird es weiter oben sein. Das heißt, wir müssen irgendwie ganz nach oben kommen. Na, okay. Ist aber schön, dass es nicht ganz so einfach scheinbar ist. Ah, da, ich sehe den. Ich habe es gerade gesehen. Es ist da ganz oben auf dieser Plattform, wo diese blauen Röhren hinführen. Okay, dann heißt es jetzt Ausgänge suchen. Ich habe hier einen Ausgang mit einer Röhre. Wo denn, ganz hinten? Junge! Auto ist ja richtig Schmutz. Ja, der T20, der ist... Hier kann man fahren, aber... Weiß ich jetzt nicht wofür. Okay, das ist offen, aber. Ah, oh, das. Nee, wer das überhaupt. Mann, ach du Fehler. Vergiss es, ich fahre nochmal neu hin. Da habe ich auf jeden Fall was gesehen, aber. Mal gucken. Ich glaube, die bringen mir gar nichts hier, über den komme ich nirgendwo hin. Okay, ich kann hier... Ah, oh, geil. Aber das bringt mir hier nichts, oder? Vielleicht doch, doch. Ah! Mann. Ah. Ah, ich weiß nicht genau. Ich kann es gerade noch nicht einschätzen. Hier? Ist auch was, der hieß überall irgendwas. Ach du Scheiße. Ja, vielleicht erstmal. Dieser Wagen! Ich rast aus hier. Same. Das zweite Mal, dass ich kurz vor der Auffahrt abpralle. Oh ja, jetzt bin ich in der Tube drinne hier. Okay. Aber was die richtige ist, ist die Frage. Du bist auch weiter. Unter der Map sind auch noch voll viele Tubes irgendwie. Also, keine Ahnung. Ich denke, dass sie hier zu sein wird. Ja. Ah, schade. Okay, dann müssen wir das andere auch noch irgendwie probieren. Ich weiß aber nicht,
Wo? Das sind auch Tubes, aber das ist nichts. Ach, hier ist noch eine Tube. Ach, geil. Hätte ich auch gar nicht gesehen gehabt. Aber ich denke nicht, also so einfach wird es schon nicht sein. Das würde mich zumindest wundern. Fuck, Digga. Da gibt es so viele Möglichkeiten an der Stelle, aber... Ja. Ah. Ja, auch hier ist zu, also habe ich schon mal zwei Wege quasi rausgenommen. Hier ist eine Tube, kommen wir aber nicht rein. Hier ist auch noch eine Wallride-Auffahrt. Ah, dann kann man da in die Tube wahrscheinlich. Oder was? Nee. Ah, da ist auch ein Loch drin. Ah, es ist voll schwer, da hinzukommen, Alter. Dafür sind hier die Tubes. Muss jetzt hier einfach... Oder kann man die überhaupt auffahren dann? Kann doch hier nicht auffahren, oder? Doch, okay, doch. Ah, dann musst du jetzt hier quasi von... Tube zu Tube fahren. Um dann da oben in die Tube zu kommen, oder was? Okay, das ist auch ein geiler Weg. Wird's aber nicht sein. Es ist eine schöne Ergänzung, aber wird's nicht sein, denke ich. Aber so kommt man aber auch auf die Straße. Okay. Auf der Straße war ich schon. Aber die war mit Containern zugestellt. Also da konnte man nicht weiter. Okay, ich bin jetzt hier oben auf irgendeiner Plattform drauf. Aber hier ist nicht das Ziel. Was ist denn das Ziel? Es ist da drinne. Okay, du kommst also nur durch irgend so eine Tube da rein. Ah, aber hier kann ich in eine andere Tube dafür reinfahren. Oder kann ich in jede rein? Hab ich immer noch nicht geschafft, was ich machen wollte. Alter, als ob man hier in jede Tube reinkommt. Scheiße, Alter. Ja, Digga. Als ob, man. Ah, ja, okay. Die sind aber alle... Die rechte sah offen aus, glaube ich. Okay, du kommst nur von einer... Oh, ey, wenn es das ist, ne? Das ist, ich glaube, hier könnte es wirklich sein. Und die rechte ist offen. Das heißt, du musst hier schon irgendwie 4 oder 5 Mal hin und her fahren, um in eine Tube zu kommen. Dann kommst du in so einen Vierersplitter. Nur einer ist richtig oder so. Und dann kommst du noch in eine Tube rein und die führt dann zu dem Raum da hinten oder so. Ah, ich weiß nicht. Klappt das so? Ja, aber ich mach's lieber nochmal so. Dieser T20, der ist so unfahrbar geworden. Ja. Okay, jetzt haben wir's. So, der rechte. Ich weiß nicht. Ich muss mal gucken jetzt, welcher das war. Ich glaube, hier der rechte ist es. Ja. Der müsste theoretisch sein. Also probiere ich mal dich. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich hier richtig lag. Scheiße, ich lag nicht richtig. Mann, ich bin einfach viel zu doof, ey. Oh, nee. Ich hoffe jetzt mal, dass ich wieder rausfahren kann oder so. Das wäre doch was. Nice, ich konnte wieder rausfahren. Das heißt, ich kann mit einem Try jetzt... Ja, da muss ich jetzt einfach alle probieren. Das bringt ja jetzt hier nichts. Ach, fuck. Sind die alle zu? Aber mir war doch so, als ob eine offen war. Ja, ist natürlich belastend. Aber man muss in diese Tube da reinkommen können. Also... Dann probiere ich es weiter. Auch zu. Ey, Mann. Okay, das bringt hier nix. Aber dann haben wir das auch schon mal ausgeschlossen. Hätte ja sein können, dass der sowas macht. Das war jetzt schon die dritte. Also ist das jetzt ja hier die vierte. Wenn die nicht offen ist, dann kommt man hier. Dann ist alles... Oh, ich glaube hier... Ja, die letzte ist offen, ne? Ach, weil es davor war, deswegen. Ah, weil die Röhre... Okay, ja. Okay, nice. Ich bin jetzt hier in dieser mittleren zentralen Tube. Direkt hinterm Spawnpunkt quasi.
Und hier kann ich jetzt rein. So. Gucken wir mal, was du zu bieten hast. Jetzt gehe ich hier. Boah, das, wenn da keine Mauer ist, dann war das aber ein richtig geiler Weg. Wenn das das ist, dann ist geil. Ey, dieser IC20, Junge. Noch geht's weiter. Ich glaube aber, hier ist eine Wand, ne? Ja, oder? Ja. Mann! Oh, der Weg sah so geil aus. Und dann ist es nicht. Ey, fick dich doch. Oh, man kommt sogar doch rauf. Geil. Doch, man kommt da hin. Oh, hier ist sogar... Oh, Alter, wie fies. Da ist auch eine Tube. Ja, ich probiere die erstmal, würde ich sagen. Oh. Man muss ja alles probieren hier irgendwie. Auch die führt tatsächlich hier hin. Aber das ist zu einfach. Also das ist einfach zu einfach. Das glaube ich jetzt einfach nicht so. Ja, hier ist auch wieder zu, leider. Okay, Erfahrung gemacht. Ja. Die ist zu. Ja, ich habe schon zwei Tubes, die in diesen Raum führen, habe ich jetzt auch schon abgeklappert. Beide zu. Schade. Dann die vielleicht. Man sieht halt leider nicht, welche Tube halt offen ist. Das ist immer so das ganz Fiese. Ah. Ich weiß ja, es klappt nicht, oder? Also wenn ich jetzt hier so probiere zu fahren. Doch, geil. Okay, nice. Dann komme ich jetzt nämlich hier in diese Tube rein. Oh ne, da sind auch Container. Ah, fick dich doch. Als ob hier überall Container sind. Da sind keine Container. Das heißt, ich muss von der anderen Seite kommen, oder was? Ah, du bist der Typ, wo ich gerade rein wollte. Okay. Da ist nichts, oder? Ich glaube, das ist eher eine Aufgabe für dich, aus der Cube da auf diese Mitte zu springen. Das wollte ich nämlich sagen. Wie bist du denn da reingekommen? Weil ich glaube nämlich, da in der Mitte, da ist ja auch dieser Eingang, der nach oben führt. Das könnte ja nämlich vielleicht sein. Ja. Wo kann man denn... Ach, kann man da einfach von dem Raum unten reinfahren? Weil ich komme da mit einem Sprung jetzt gleich rein. Ja. Du musst... Ah ja, ich bin da. Perfekt. Ja, genau, dann geht's hier hoch und dann... Ja, du warst die ganze Zeit hier hinten. Genau. Ah ja. E20. Boah! Ah, fast. Okay, aber ich schaff das auf jeden Fall. Hier ist ja auch noch ein Loch. Ah, man kommt von hier. Was ist das? Mann, ich krieg diesen Ast nicht hin. Ich bin zu doof dazu. Das kann doch nicht sein. Ach so, ja. Davon bin ich gekommen. Ah, ja. Das sind diese Röhren, wo du da springst. Ja, alles klar. Oh, ich will diese Scheiße auf nicht hin. Ey, jetzt springt der schon wieder raus. Warum springst du denn immer aus dem Auto raus, dumme Sau? Hm, ich komme noch nicht weit genug. Jetzt muss ich erstmal wieder respawnen. Ey, dieser Wagen überdreht sich ja immer. Ja, das ist auch mein Problem. Nein! Zu spät rausgehüpft. Ich krieg das, ich krieg das. Auf jeden Fall kriege ich das. Ah, ja, jetzt sind wir drauf. Okay, alles klar. Jetzt können wir es wissen. So, dann kann ich jetzt nämlich hier reinfahren einfach. Ah, du bist da drauf, alles klar. Dann kannst du ja mal gucken. Ja. Und hier ist zu. Wer hätte es gedacht? Überraschung. So, okay, es ist doch safe ganz was anderes, oder? Man kann hier noch irgendwie fahren. Man hätte hier auch anders hochkommen können. Hier ist ein Weg, wo man hochkommt. Ja, aber da kommt man nicht von unten hoch. Ah, da ist noch eine Tube. Warst du in der schon? Ja, in der war ich schon. Also hier hinten? Ja, ja, da, die ist mit Warrant erreichbar gewesen und die ist auch zu. Aber dann gibt's doch nicht mehr so viele, oder? Dann gibt's nur noch die da hinten. Und wie kommt man da rein? Hm. Okay. Also ich habe keine Tubes mehr, dann. Ich hab dann schon irgendwie alles.
Ja, aber wie soll man denn da hin? Okay, ja. Ah, okay, da war auch noch ein Ausgang, da hätte man da hochkommen können. Verstehe. So, jetzt ist. Aber hier sind schon wieder diese scheiß Container im Weg. Also. Hier kommt man nicht weiter. Und da auch nicht. Also, man kommt hier nicht hin. Quasi. Ich kann hier nur auf der anderen Seite fahren. Hier sind halt Tubes, aber das ist was anderes. Also hier war auf jeden Fall eine Tube, da war eine Tube, da war eine. Also hier habe ich auf jeden Fall schon drei Tubes abgeklappert. Und zwar die... Nee, warte, ich weiß nicht mal welche. Aber wie viele Tubes gibt es denn? Es gibt doch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und auf der anderen Seite vielleicht noch eine. Keine Ahnung. Was ist hier? Was ist, wenn man einfach auf einer Tube fährt? Geht nicht, ne? Nee. Kommt man ja eigentlich nicht hin. Nee. So, da unten die Tube, die war ich, glaube ich, schon. Ja. Na, ey, ich land immer zwischen den Tubes. Mann. Man kommt von der Mitte auch nicht auf die rechte Straße. Es geht nicht. Okay, das können wir vergessen. Also mit dem T20 ist das unmöglich, was ich hier vorhab. Ist einfach nicht machbar. Okay, die Tube. Ist da? Da ist nichts, ne? Okay, alles klar. Ne, jetzt weiß ich nicht mehr. Sorry. Muss halt echt auf die Straße kommen, nochmal, aber wenn da auch nichts ist, dann... Ich verzweifle an dem Auto, hätte man uns nicht ein vernünftiges Auto geben können? Ja. Ich will doch nur da drauf. Es kann nicht schwer sein, Alter. Hey, scheiß Auto, was ist denn dein Problem? Ach, man kann in die Grüne und so rein? Ah. Ja klar, aber das bringt ja nicht so viel. Ey, bleib's doch! Ja, ich bin drauf! Aber hier ist... Lol, hier ist es aber. Ich hab's gefunden, oder? Ja. Diese Tube hier, wo ich jetzt draufstehe, ist offen. Ganz oben ist ein kleines Loch offen, wo ich hier draufstehe. Ich wusste, ich hab was gesehen. Ich wusste es. Jetzt muss ich nur rausfinden, welche Tube das hier ist. Die ist da unten irgendwo. Ja. Ja, da komme ich jetzt nicht runter, leider. Doch. Ich verfolge die jetzt. Ich bin gerade auf der richtigen Tube. Hier ist das Loch. So, die geht da runter. Und dann geht die dahin. Da? Rechts? Kann das sein, dass die sich irgendwie da teilt? Bist du da schon dran? Lol. Also ich sehe den Eingang, der ist genau da, wo du die ganze Zeit warst. Aber wie kommt man in die Tube, ist die Frage. Warte mal. Ich will mal probieren. Na, das wird niemals was. Nee. So, Kamera, chill jetzt bitte. Da ist das. Hm. Da gibt es eine dritte Tube. Da, wo... Ich habe nur zwei Tubes gefunden. Da, wo du jetzt in der Ecke warst. Aber da gibt es drei Eingänge für drei Tubes. Das heißt, wir müssen die dritte Tube finden. Wo ist die? Ist die hier drinnen? Nee, ne? Auf gar keinen Fall. Nee. Da ist eine, aber wo soll denn noch eine sein?
Irgendwo da muss die sein. Das heißt, es war wirklich die einzige Tube, wo wir noch nicht drin waren. Und da, die muss da sein. Und ich glaube, dass man möglicherweise von einer dieser beiden Tubes da irgendwie hinkommt. Komm gleich mal zu dir, ich will jetzt hier nur was gucken, schnell. Also das wird es auf jeden Fall sein. Genau, man denkt jetzt nämlich, man fällt hier rein und dann ist diese Tube hier gesetzt. Aber, ja, ich sehe sie, nee. Hier ist die Scheiße. Wo bist du? Aber wie komme ich da hin? Ich komme von hier nicht dahin. Ich sehe sie. Aber wie komme ich da jetzt rein? Mann! So, wir sind kurz davor, Freunde, das zu lösen. Wo ist hier der Eingang? Man kann so... Die Kamera! Regt mich gerade auf. Hey. Ich weiß, wo wir hin müssen. Hier ist... In diese Mitteltube hier. Nee. Die ist zu. Kommt man da hin? Ja, von oben. Aber die ist falsch. Guck mal. Komm mal kurz zu mir, bitte. Ich zeig dir genau, welche Tube. Ich zeig dir genau, welche Tube das ist. Aber guck mal, hier die hier im Boden geht, ne? Ja, nee. Ja, die ist falsch. Da ist ja auch ein Loch unten. Ja, aber ich hab die richtige Tube schon gesehen. Guck mal. Du fährst jetzt hier einfach geradeaus, ja? Hier rein in die Tube, so. Ein Moment, hat nicht funktioniert. Und von hier sieht man den nämlich. Man hat ja hier die Möglichkeit, in zwei Tubes zu kommen. Einmal, wenn du den blauen durchfährst, oder einmal, wenn du die Wand reinfährst. Das sind zwei Tubes. Es gibt hier aber drei. Und den dritten Eingang müssen wir finden. Das ist die. Siehst du, hier sind nämlich noch zwei andere Tubes. Eine davon ist falsch. Und die dritte ist aber richtig. Und aber da müssen wir rein. Und ich weiß nicht, wo. Weil hier ist ja zu. Oder ist hier offen? Nee. Das heißt, irgendwo muss hier noch ein Eingang sein. Und ich werde jetzt nochmal in der anderen Tube nachgucken, weil da konnte man nämlich oben rausspringen, weiß ich. Und da werde ich jetzt probieren, ob man da vielleicht in die andere reinkommt. Also hier in die Wand. So, ich gucke jetzt nochmal. Hier sehe ich eine auf jeden Fall nur. Und in eine weitere kommt man von hier nicht. Also fahre ich jetzt in diese Tube rein. Ich kann mit dem T20 nicht. Ich bin wahrscheinlich keine Hilfe. Ich komme mit diesem Auto nicht klar. Das ist so schlimm. Ja, da. Aber wie komme ich da hin? Ja! Ja, tatsächlich! Man kann von hier raus und da rein. Ich werde ja wahnsinnig. Ich probiere es erstmal nur mit rausspringen einfach. Nee, das ist es nicht. Aber da ist der Eingang. Man kommt, es ist schwierig. Und dieses Auto dreht sich die ganze Zeit, überschlägt sich tausendmal. Ich kann das nicht, Alter. Mann. Ich bin jetzt in der Tube, in der du auch drin warst. Wo ist denn hier was zum Rausfahren? Nee, du musst da rein, wo ich jetzt drin bin. Wo bist du denn? Na, in der anderen. Also da, wo man durch die Wand muss. Also da, wo du die Wand, wo du durch die Wand musst, um dahin zu kommen. Ja, ich bin drin jetzt. Das ist die Tube. Die versteckte Tube, Alter. Ich glaub's nicht. Hier war noch keiner von uns drin. So, jetzt gucke ich nur noch mal. Ich komme jetzt erstmal zurück, wenn das hier das ist. Yes, das ist es. Wir sind durch, wir haben's. Hier ist das Loch. Ich komme nochmal kurz zurück. Weißt du, was ich meine? Absolut nicht. Okay, ich komme nochmal zurück. Du fährst da wieder links rein, ne? Erstmal. Wieder unten rein. Nee, nee, anstatt diesen blauen... Du kannst ja... Da gibt's ja zwei Tube-Möglichkeiten. Entweder dieser blaue Void, ne? Oder oben drüber, durch diese schmale Wand und dann runter direkt, ne? Also du fährst erstmal in diese schmale Wand rein und ziehst dann nach unten. Geh am besten in die Cockpit-Perspektive dabei, dann kannst du nämlich sehen, wo du lang fährst. Dann kommst du in eine Tube und das ist die Nachbar-Tube von der, wo ich jetzt drin bin und das ist die richtige. Ja, moin, die habe ich überhaupt nicht gesehen.
Also diesen Spalt habe ich auch die ganze Zeit versucht zu fahren, aber... Genau, und du kannst einfach... Du musst einfach mit einem flachen Winkel raus aus der Tube. Dann prallt er nämlich gegen die Wand und fliegt genau hier rein. Als ich flach gefahren bin, bin ich fast zwei hier reingekommen. Und ich habe ja durch meine Sprünge von der oberen Plattform überhaupt erst gesehen, dass eine Tube ein Loch hatte. Und dann habe ich diese Tube zurückverfolgt und dann habe ich die gefunden. Dadurch erst. Ich hatte diesen Schlitz auch schon im Visier, habe da aber nichts gesehen. Ich dachte, diese Tube, die ich da in diesem Schlitz gesehen habe, wäre die erste gewesen von diesem blauen Warraid. Genau, jetzt bist du da. Jetzt musst du... Zieh einfach die Kreise, zieh einfach deine Kreise und flipp dann flach raus. Dann sollte es eigentlich passen. Dann sind wir eigentlich im Ziel, wenn nach dem Loch nicht noch irgendwas anderes kommen sollte. Eine Ewigkeit später. So, Mittelspeed. Ja, mal flach raus, dann gegen diese Wand auf der anderen Seite. Dann bist du bei mir. Yeah! Ja, das war's. Schwere Geburt. Das war's. Eine Stunde, ey. Ist der Wahnsinn. Ich hätte drauf wetten können. Was? Bist du runtergefallen? Dieses Wix-Outlet. Ich krieg nicht hin, meinen scheiß Kreis zu drehen. Oh, das geil, ey. Von der Wand. Was ist denn das für ein scheiß Auto, ja, Mann? Du musst einfach nur Kreise gedreht und dann machst du das. Die Trendy behindert. Schön. So, und jetzt ist da oben ein Loch. Und dann... Ist auch gar nicht so leicht, da hinzukommen, aber wir sind drin. Ja, und da ist das Ziel, Tatsache. Meine Güte. Nicht explodieren. Oh. Wir haben es geschafft. Hier ist Tatsache das Ziel. Ich gucke nochmal alle anderen Tubes an. Die sind tatsächlich alle zu. Nirgendwo anders ist so ein Loch. Ja. Das ist die einzige Tube, tatsächlich. So, ich warte jetzt noch kurz, bis du durchkommst. Ah, ganz knapp. Ich hoffe es auch gleich und dann kannst du erst reinfahren, komm. Er ist aufgestiegen! Hallo, du Hurensohn! Ich kann nicht mehr einsteigen. Wieso nicht? Hey, what the fuck? Ist dein Auto kaputt oder was? Oder liegt's auf dem Kopf? Es liegt auf dem Kopf, er ist einfach ausgestiegen. Warte. Nicht respawn, okay? Nicht respawn. Ich respawn und geb dir mein Auto. Digga, warum steigst du denn da aus? Jetzt ist ich bin nicht ausgestiegen, ich hab nichts gemacht, Digga! Ey, du musst doch ausgestiegen sein, du fliegst doch nicht einfach so. Digga, hä? Ich schwöre, ich bin nicht ausgestiegen. Okay. Ja. Ah ja. Jetzt muss ich erstmal wieder probieren reinzukommen. Aber, ja. Nice auf jeden Fall. Ah, scheiße, Alter. Als ob ich das First Try geschafft habe und jetzt krieg ich es nicht mehr. Ah. Na gut, jetzt weiß ja auch, wie man hinkommt. Jetzt kannst du das bestimmt auch mal schaffen dann. Okay, bin wieder durch. Nein, ich flieg rein. Oh, ich konnte respawnen gerade noch. Oder bin ich drin? LOL! Hä? Ich bin respawned und in dem Moment, in dem ich an der alten Spawn-Position gespawnt bin, bin ich ins Ziel gefahren. Okay. Ja gut. Konnte ich leider nichts mehr machen. Ich war in dem Moment respawned, als ich im Ziel war wahrscheinlich. Schade. 20 mit jedem normalen Auto wäre ich da jetzt durchgekommen. Aber das war ja mega random. Ich habe erst respawned und bin dann im Ziel gewesen. Oh! Oh! Ja, Digga. Oh. Aber auch. Immerhin. Aber du warst, ja, du warst drin. Ja, komm. Auch geschafft. Aber was ist das für ein Randomness? Ich respawne noch, respawne dann und bin dann auf einmal am Ziel. Was ist das denn? Dann habe ich leider eine 10. Sekunde zu spät. Ja, schade, tut mir echt leid. Aber wir haben es beide geschafft, sagen wir, fallen wir da fest. Wahrscheinlich, weil dein Auto reingeflogen ist. Ja, während ich schon respawned habe, war mein Auto dann drin und dann hat das schon erkannt, leider. Schade, tut mir echt leid. Ja, während. Egal, Freunde, wir haben es geschafft, immerhin. Das war's dann für die Folge. Nächste Folge gucken wir mal, was wir da machen. Danke euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.